Stichwort Genmais. Da war ja auch die Meinung, dass man müsse das Volk befragen, hat der Rat beschlossen, wir führen das jetzt ein, wir lassen es zu. Und Deutschland hat sich enthalten in dieser Ratssitzung und gesagt, naja, wir lassen es zu und dann verbieten wir es eh wieder. Und auch Herr Rupprechter meinte, nationale Verbote sind ja immer noch möglich. Ja, das ist dieser Eiertanz, den Sie alle aufführen, weil in Wahrheit stehen Sie unter dem Druck von großen Saatguterzeugern, insbesondere Monsanto. Sie stehen unter dem Druck der Lobbys und das wollen Sie den Leuten einfach nicht eingestehen. Und daher führen Sie diesen Eiertanz auf in der Hoffnung, dass dann am Schluss sich keiner mehr auskennt und dass Sie machen können, was Sie wollen. Aber da sage ich auch wiederum, wehrt euch. Am 25. Mai ist die Gelegenheit für den Bürger, sich zu wehren.